Seid willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Dawn of Man. Ich bin der Mitwirr 87 von den Junkie Monkeys und wir zocken weiter. Ich freue mich schon so. Ich habe ein bisschen ohne euch weitergezockt. Ja, ich weiß, warum hast du denn das gemacht hier und da? Aber es ist ein ziemlich langwieriges Spiel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich beschleunige das alles mal ein bisschen und zock mal ohne euch ein bisschen. Wie ihr seht, habe ich schon die ersten Lehmlagerhäuser. Lehmkornspeicher. Und auch hier Lehmhütten. Ne? Und dann würde ich mal sagen, wir gucken mal genau durch, was ich bis jetzt alles so gemacht habe. Also an meinem Wall habe ich noch nicht weiter gebaut. Mir fehlt da irgendwie so ein bisschen das Material. Hier werden gerade Schlitten gebaut. Na, hier ist wieder. Sind wir hier welche gestorben an Hunger, wie immer? Ich habe die Ställe ausgebaut. Ne? Die habe ich jetzt hier. Und ich habe mittlerweile, wie ihr das hier in der Skala sehen könnt, Ziegen und Schafe. 30 Tiere haben wir quasi zu 31, Platz für 40, also da kann noch was kommen. Dann habe ich hier die Felder. Das ist immer noch beim Alten geblieben mit den ganzen Feldern. Und hier habe ich was ganz Neues. Hier haben wir Erbsen, Kichererbsen, Wickellinsen und Flachs angebaut. Und jetzt ist auch gerade Erntezeit, ihr seht es. Und dann geht das jetzt gleich scharf. So, Fleisch haben wir jetzt erstmal wieder genug. Dann werden wir jetzt auch erstmal den Fleischjagdposten hier erstmal wieder entfernen. Und ich habe auch hier hinten, irgendwo hier, weit hinten, hier, habe ich eine Feuersteinmine. Ne? Die konnte ich jetzt mittlerweile schon bauen. Ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir uns auch schon so weit entwickelt durch die Schafe, dass wir jetzt quasi einen Ausstatter und eine Weberei haben. Entschuldigung. Ne? So, jetzt wird's Herbst. Leute, wollt ihr nicht langsam auf die Felder flitzen? Ich beschleunige das mal, um zu gucken, ob das hier alles noch läuft. Ja, der Händler ist am Anfang gut und schön, aber zwischendurch lohnt sich das nicht. Die ganzen Sachen. Es ist teilweise zu teuer. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wenn wir jetzt gucken, hier die Ziege. Wert 40. Ich wähle jetzt eine Ziege aus. Handelswert 60. Komisch. Aber gut, er hat eine hohe Kommission. So, jetzt nehmen wir den nächsten. 120. Also es stimmen die Werte gar nicht, die hier stehen. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung. Ja. Müsste man vielleicht noch mal herausfinden. Oh, da ist wieder einer an Altersschwäche gestorben. Die sterben aber auch hier. Die sterben, sterben und sterben. So. Gut, ich hatte dann eine Zeit lang echt extreme Probleme mit Leder. Zwischendurch, weil ich das ein bisschen verpasst habe mit dem Tanninsammelpunkt hier. Den habe ich jetzt aber auch, glaube ich, umgesetzt. Der ist jetzt irgendwo. Hier ist Holz. Da ist das. Hier Tannin. Tannin war hier, ne? Nein, wo ist mein Tannin? Da. Ne, da habe ich jetzt, glaube ich, sogar noch einen zweiten gesetzt. Da habe ich jetzt zwei, dass die da hinterherkommen. Aber irgendwie dauert mir das alles doch ein bisschen zu lange. Ne? Das ist nicht schnell. Genau, meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die hier langsam die Schlitten bauen und die auch ein bisschen mehr nutzen. Dass das alles ein bisschen schneller geht, auch mit der Produktion. Dann dachte ich mir, wir gucken noch mal kurz rein hier in unsere Wissenstabelle. Wie gesagt, wir sind im neolithischen Zeitalter. Ins Kupferzeitalter habe ich mich noch nicht weiterentwickelt. Wir können jetzt demnächst freischalten Schweine. Und dann dauert es nicht mehr lange. Dann haben wir bald auch die Eseldomestizierung. Und hier haben wir Pfahlherstellung. Wofür das jetzt so richtig ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall denke ich mal, wir können dann Brücken bauen. Dann könnten wir hier eine Brücke drüber setzen über unseren Fluss. Wäre vielleicht ganz cool. Und hier haben wir schon, das habe ich schon freigeschaltet für die Feuersteinmine. Kupfermine und Zinnmine kann ich leider noch nicht bauen. Zeige ich euch auch kurz. So, Produktion war das hier. Feuersteinmine, die kann ich jetzt bauen, aber mehr leider noch nicht, ne? Warum, weiß ich nicht. Das ist halt so. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert. So, okay, außer bei dem Spirituellen. Da, den Steinkreis, den kennt ihr schon von der letzten Folge. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ich habe hier schon so eine Art Hinkelstein gebaut. Ne? Der ist ganz gut für die Moral. Und ich werde dann jetzt hier oben die Bäume noch wieder wegschlagen. Ich möchte hier den Steinkreis finden. Den habe ich weggerissen, weil die dann auf die Idee kam, anstatt den Hinkelstein zu bauen, erst den Steinkreis zu bauen. Und das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte halt das erst fertig haben.
Das war mir eigentlich wichtig. So, aber vorweg werden wir erst noch mal eine Hütte mit ausbauen, dass wir die Hütten mal nach und nach ein bisschen ausgebaut kriegen. Die Holzfäller sind hier fleißig im Gange. Das ist gut so. Hier hinten habe ich schon einen Megalith wieder liegen. Hier, der ist auch schon transportbereit. Ne, die werden dann von drei, vier Leuten mit diesem Geschirr zu dem Steinkreis, wenn ich den setze, werden die dann da hingezogen. So, hier habe ich noch einen vorbereitet. Und was ist das? Hier ist noch einer. Den könnten wir auch schon mal vorbereiten. Weil ich denke mal, wir brauchen bestimmt einiges an Megalithen für diesen Steinkreis. So, dann beschleunigen wir das jetzt wieder. Die Felder sind jetzt soweit abgeerntet. Flachs auch. Was mit Flachs, weiß ich noch nicht so ganz irgendwie. Okay, da machen sie Leinenstoff mit Flachs. Das ist okay. Ja, sieht man auch. Hier Sommerbekleidung, Leinenoutfit. Und dann halt die Wolloutfitte für die kalten Monate. So, meine Bevölkerung ist bei 48. Meine Kapazität ist erreicht. Gut, dass ich die Hütte schon gebaut habe. Und dann werden wir jetzt erstmal schnell die Felder abernten lassen. Und dann werden wir nebenbei noch schon mal unsere Siedlung etwas ausbauen. Und zwar defensiv machen wir hier schon mal zwei Türmchen hin. Ich möchte hier gerne zwei Türmchen haben. So. Die können Sie ja schon mal basteln nebenbei. Was braucht man dafür eigentlich alles? Ach, wieder Leder. Und da habe ich echt ein Manko, weil die mit dem Tannin nicht nachkommen. Ich weiß auch nicht. Das dauert mir zu lange mit dem Tannin. Lederfelle ist alles kein Problem. Habe ich. Hier. Hohe Haut. Weil die machen ja hier aus dem. Ups, hier was. Da. Hier machen sie ja aus der rohen Haut, machen sie ja Leder. Ich habe das auch schon hochgestellt, habe das auf hohe Priorität gesetzt. Aber irgendwie passiert hier nicht viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr, sehr schleppend, die ganze Angelegenheit. Wenn ich dann mal eins habe, dann wird es überall schnell verbaut. Und hast du nicht gesehen? Das ist doch ziemlich ärgerlich, muss man an der Stelle sagen. Vor allem getrocknete Haut, die habe ich ohne Ende. Aber im Endeffekt brauche ich die gar nicht so oft. Ich werde das jetzt hier auch mal, glaube ich, abreißen. Und das werde ich woanders hinsetzen. So, Produktion, Hauttrocknung. Und dann werden wir das hier beim Lager irgendwo mit hin platzieren. Hier, guck mal, hier ist doch. Ich dachte gerade, das passt dazwischen. Ah, hier passt das zwischen. Wenn wir das jetzt ein bisschen drehen. So, ein Hauttrockner reicht vollkommen aus, bin ich der Meinung. Und dann läuft das hier auch. So, dann werden wir den jetzt auch abbauen. Und werden uns da für die Produktion nochmal so einen zweiten Gerber hinsetzen. Und werden den auch auf hohe Priorität stellen. Und dann werde ich wohl diese Tannin-Sammeldinger nochmal ein bisschen erhöhen. So. Und dann läuft das hier auch schon wieder alles. Sehr gut, wie ihr das sicherlich sehen könnt. So, ich habe meine Hütte ist fertig, Kapazität auf 51. Ich glaube, wir werden noch eine Hütte ausbauen. Kann nicht schaden. Dich wollte ich nicht, wollte ich nicht. Das ist ja schon mal hier so ein bisschen das vernünftig reinkriegen. So, der Winter ist jetzt auch gleich vorbei und dann laufen sie wieder alle auf die Felder. Wie immer. Und wenn die Felder dann bestellt sind, hauen wir die Bäume hier weg. Und bauen dann so gesehen erstmal unsere Sachen weiter auf. Wie gesagt, wir brauchen nochmal Tannin und seinen Jagdpunkt müssen wir wieder setzen. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich den Jagdpunkt im Frühling setze. Nach der Auserntezeit. So, und da haben wir ihn auch schon wieder. Da ist es. So, ab auf die Felder, Leute. Hopp, 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 hopp. Alles schön bestellen. Hier unten auch die Felder bestellen. Die Bohnen ist toll, da muss ich nichts machen. Die kommen jedes Jahr von alleine. Das ist richtig geil. Die werden im Herbst wachsen die und im Sommer gehen die einfach hin und knallen die weg. Jetzt würde ich mal gucken. Hülsenfrüchte.
Ich komme damit auch gut hin. Ne? Und zwar so gut, dass wir Fleisch vielleicht sogar ein bisschen runterstocken könnten, wenn wir jetzt wieder ein Jagdhütchen machen. Oh, hier sind Esel. Boah, ich kann die aber noch nicht domestizieren. Oder kann ich mir das irgendwie. Wir werden jetzt erstmal die beiden Sachen freischalten. So. Das werden wir jetzt mal machen und dann will ich mal gucken, ob ich die Esel jetzt domestizieren kann. Immer noch nicht. Dann müsste ich mich noch weiterentwickeln. Das möchte ich jetzt aber an der Stelle noch nicht. Ich wollte erst noch so ein bisschen ausbauen. Ich habe Angst, wenn ich mich zu schnell entwickle. Wenn ich mich zu schnell entwickle. Und meine Nase macht heute aber auch wichtige, wilde Sachen, sage ich euch. Ja, zum fünften Mal jetzt der Ansatz. Wenn ich mich zu schnell entwickle, dass dann hier irgendwelche Banditen kommen und mir das Licht ausknipsen. Ne, das ist so ein bisschen das, wo ich keinen Bock drauf habe. Mit dem Brunnen, hier, den habe ich auch noch nicht erwähnt. Den Brunnen, den haben wir auch gebaut. Das ist ganz cool, dadurch konnte ich die Wassersammelplätze entfernen. Fisch wird immer noch fleißig geangelt. Und die Tiere, da habe ich so ein Limit eingestellt. Wenn ich zu viele Tiere habe, werden die automatisch geschlachtet. So, jetzt wollte ich hier nochmal gucken bei den Eseln. Kann ich die jetzt? Ich möchte euch so gerne. Ihr seid bestimmt richtig geile Lastentiere dann. Das Problem ist, wenn wir jetzt weitergehen in die Kupfereisenzeit. Wir gehen jetzt weiter. Okay, nee. Dann gehen wir nicht. Jetzt. Geht, dann hat er gesehen, er warnt mich gleich vor Siedlung befestigen und so weiter. Also sollten wir das vielleicht als erstes machen. Die Siedlung befestigen, vielleicht zwischendurch noch mal ein paar Türme überall einsetzen. Könnte nicht schaden. Wenn er mich schon so warnt, dann wird das eine harte Angelegenheit. Okay, dann werden wir nebenbei den Ausbau starten. Von der Siedlung hier. Aber den Jagdstand müssen wir setzen. Das ist ganz wichtig. Jagen und so, ihr jagt wieder ein bisschen. So, was ist jetzt hier los? Tannin. Halt, was machst du denn hier? Wo willst du hin? Die holt Tannin, das ist schon mal gut. Holt Tannin, Leute. Wir brauchen mehr Tannin. Ich muss hier nochmal so ein bisschen. Es gibt doch immer nur so leichte Gemmeleckne-Tannin. Ist mir schon aufgefallen. Hier machen wir noch eine Ecke hin. So. Und dann läuft das schon wieder. Also Felder sind bestellt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Er ist jetzt am Gerben. Wir haben jetzt auch schon wieder Tannin. Das ist schon mal gut. Getrocknete Häute haben wir 22. Das reicht. Einer reicht vollkommen aus. Das wird zu viel. Weil wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel Leder für die Hütten, weil wir ja langsam uns, ich sag mal, weiterentwickeln und unsere Häuser mit Lehm ausbauen. Dann ist das schon mal ganz vorteilhaft. So, dann werden wir. Die Bäume wollten wir hier weghauen. Damit wir dann unseren Steinkreis hier setzen können und die Megalithen hier ranziehen können. Megalith, ist das richtig ausgesprochen? Ja, ne? Alles weg, alles weg. So, bis auf den Baum, der ist schön. Der bleibt da stehen. Den lasse ich auch stehen hier. Der passt hier irgendwie hin, so am Eingang, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und in der gleichen Zeit werden wir uns schon mal darum kümmern. Unsere Siedlung auszubauen. So, dann machen wir noch einen Weg. Defensiv. Nee, nicht Palisaden. Ich wollte jetzt eine hölzerne Plattform machen. Hier setzen wir hier hin und dann machen wir hier wieder ein Turm hin.
So, dann müssten wir jetzt hier, rein theoretisch gesehen, wieder zwei Türme hinsetzen. Bisschen eng jetzt hier mit den Häusern. Dann setzen wir den dahin. Die Hütten, das ist jetzt ein bisschen eng geworden hier. Das gefällt mir auch optisch nicht. Vielleicht reiße ich die drei Hütten hier dann nochmal weg. Und baue die dann, ja. Ist ja genug Platz überall. Ja. Wenn wir was haben, dann Platz. So, defensiv. Hölzerne Plattform. Kann ich so setzen, das geht. Kann ich da noch eine hinbauen? Nein, kann ich nicht. Hier ist dann vorbei. Hier auch. Hier kann ich noch eine hinbauen. Und dann werden wir hier auch gleich nicht Wohnhaus. Was ist das? Ach, die Stelle. Okay. Ups, nein. Eine Brücke. Komm Leute, die will ich jetzt nochmal bauen. Aber irgendwie geht das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, okay, dann kann ich die wohl nur so. Das ist natürlich doof, denn es hätte das Tor ein bisschen weiter nach rechts gemusst. Vielleicht bauen wir das gleich nochmal um. Uns stresst ja keiner. Wir haben alle Zeit der Welt. Ey. Ja, so kann ich sie jetzt bauen. Das gefällt mir aber nicht. Ich hätte die so gern hier drüber gebaut, über diesen Weg. Scheiße. Das ist natürlich äußerst ärgerlich jetzt. Gut, die sind aber wieder schneller durch die Brücken mit dem Transport, ne? Muss man auch jetzt dazu sagen. So, sammelt den mal weg hier. Ups. Den Steinhaufen auch. Weg damit. Und dann kümmern wir uns jetzt erstmal hier wieder um unser Bauanliegen. So. Hier bauen wir den nächsten Turm hin. Da steht schon einer. Ja, und hier ist natürlich jetzt mit den Feldern ziemlich eng. Vielleicht sollte ich hier nochmal eine Feldreihe von jedem wegreißen. So ringsherum. Aber das mache ich dann, wenn die Ernte vorbei ist. Also das ist dann so ein Winterprojekt hier. Trotzdem kann ich hier schon mal rein theoretisch gesehen den ersten Turm hinsetzen. So, dann kommt defensiv. Hier kommt ein Turm hier in die Ecke. Habe ich den jetzt richtig in die Ecke platziert? Nein. So. Hier machen wir noch einen hin. So. Weil die Seite auch ziemlich ungeschützt ist. Weil sich das Hauptleben ja rein theoretisch gesehen auf der anderen Seite der Siedlung abspielt. So, dann werden wir hier auch noch einen Turm hinbauen. Nicht spirituell. Warum klicke ich immer auf spirituell? So. Und dann beschleunigen wir das mal alles ein bisschen. Dass hier mal ein bisschen ackern. Die faulen Hunde. Ich könnte unseren Holzfäller, ja. Der war hier. Hier war der. Drei Mann reicht vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus, drei Leute. Thank you.
Also wir werden uns wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre jetzt darum kümmern, erstmal unsere Siedlung zu befestigen, bevor wir uns weiterentwickeln. Und dann sollten wir vielleicht auch uns ein bisschen mehr um Stein kümmern. Weil wenn wir dann die Mauern ausbauen wollen, brauchen wir Stein. Das ist dann ja, denke ich mal, kein Geheimnis, dass wir dann Stein brauchen. Also müssen wir da auch schon mal nebenbei produzieren. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel machen, sonst sind die gleich wieder alle überlastet. So, ihr erntet das jetzt ab. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kann ich hier vielleicht schon mal so. Muss ich einzeln wegreißen. Damit ich hier meine Verteidigungsanlage lang kriege. Wir hauen die Flachsäcke jetzt hier mit weg. Egal. So. Das ist dann alles zu klein. Mit dem Flachs und so, das gefällt mir jetzt hier nicht mehr. Wir werden das jetzt alles wegreißen. Dann machen wir den Zaun und dann machen wir hier eine Flachsecke. Und dann werden wir Früchte nochmal woanders eine Ecke mit anbauen. Vielleicht hier so in dem Bereich. Hier wäre noch Platz. Es wird ganz schön eng hier langsam. Oder wir bringen die Felder jetzt doch langsam nach draußen. Das ist jetzt die Frage, was wir machen. Wir könnten die Bohnen ja hier draußen rausbringen. Hier so. Oder irgendwie so eine Ecke. Ne? Wo das angenehmer wird. Ich denke mal, hier ist schon okay. So, wenn wir hier Bohnen pflanzen. So, gucken wir erstmal. Erbsen. Ne, halt, das waren jetzt Erbsen hier. Kichererbsen. Die lassen wir hier. Erstmal. Oder machen wir machen ein neues Kichererbsenfeld. Wir machen ein neues Kichererbsenfeld. Wir machen hier erstmal komplett neue Felder jetzt. So. Wir verlagern jetzt erstmal einen Teil unserer Hülsenfruchtproduktion nach draußen. So, pass auf, den Baum weg. Und der Baum muss auch noch weg. Damit wir unsere Pflanzen nach draußen. Was, oh, was hab ich jetzt? Also, das sind jetzt Erbsen, das sind Wickels. Dann machen wir jetzt hier neben dem Tor. Ich habe gesagt, neben dem Tor. Hier so. Nein. Machen wir hier jetzt ein Feld Kichererbsen hin. So. Hier hauen wir uns Linsen hin. Linsen. Erbsenbohnen und Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. Ich will das aber ein bisschen mehr so. Das sind jetzt Kichererbsen, ne? Ja. Oh, ich komme die ganze Zeit durcheinander hier. 1, 2, 3, 4. Passt. Und dann machen wir hier. Nein. Hier. Unsere Linsen. So, dann ist das ein bisschen außerhalb. Und es stört nicht so. Bin ich der Meinung. Und wir haben dann hier Platz für Flachs und alles. So, dann können wir die nämlich auch wegreißen. Bauen wir das aus und dann hauen wir uns den Flachs hier in der Mitte rein und später hier vielleicht sogar noch ein paar Bäume und Büsche hin.
So, aber jetzt sehen wir hier gerade. Jetzt müssen wir erstmal. Schaf wurde vom Blitz getroffen. Okay, ja, ist halt so. Auch Schafe werden mal vom Blitz getroffen. So, dann machen wir jetzt hier unser hölzerne Dings erstmal hin. Unseren hölzernen Laufsteg. So, das passt jetzt hier wieder nicht. Defensiv. Turm. So. Defensiv. Hölzerne Plattform. Defensiv. Hölzerne Plattform. Okay. Da lassen wir das so. Wegen Platz und so. Oder kriege ich hier noch einen hin? Nee. So. Später können wir das ja immer noch mal ein bisschen umgestalten, ne? Es ist ja nicht so, dass es jetzt stört. Bloß ich möchte jetzt hier den Steinkreis gerne bauen. Boah, der ist riesig. Auf diesem Hügel, so wie es geplant war. Diesem schönen Hügel. Jetzt habe ich das zu weit. Was ist denn jetzt? Das ist so schief. Nee. Und nochmal neu platzieren. Das gefällt mir nicht. Spirituell Steinkreis. Hier ist dieser Hügel. So. So, schon besser. Und hier können wir nachher immer noch ein paar Obstbäume hinhauen. So machen wir das. So, das Flachsfeld wollten wir dann erweitern. Flachs. Das ist natürlich jetzt doof. Das sieht doof aus. Es muss schon ein bisschen optisch sein, ne? Das Auge ist mit hier. Aber was mache ich denn da? Ich wollte doch erst den Zaun ziehen. Also hier die hölzerne Plattform und den Flachs dann so in die Mitte machen, ne? So. Wie sieht das jetzt eigentlich hier aus? Schlitten? Das klappt hier immer noch nicht mit euch. Ne? Ihr habt doch alle ganz schön schlechte Laune. Dann sollten wir vielleicht nochmal so ein Totem. Das hätten wir vielleicht nicht wegnehmen sollen. Das hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Wir können ja das Totem hier so hinsetzen. Nee, nee, da auch nicht. Hier. Hier sieht's gut aus. Neben dem Essen. Könnt ihr das auch nebenbei nochmal anbeten? Ich fordere gerade ein bisschen viel von euch. Ich merke das schon. Aber ich werde das jetzt hier noch platzieren. So, diese Jagdsaison ist jetzt schon wieder gleich beendet. Ist auch vielleicht besser so. Wenn wir die jetzt erstmal wieder beenden, die Jagdsaison. Damit wir nicht wieder das Problem haben, dass alle unsere Tierchen wieder ausgerottet sind, weil wir zu eifrig sind. So, Flachsfeld ist auch abgeerntet hier. Und weg damit. So, dann werden wir jetzt hier die Defensivsachen noch bauen. Er sagt, wir sollen uns ausrüsten, unsere Siedlung befestigen. Weil die bösen Leute wohl öfter kommen, höchstwahrscheinlich, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln. Also, machen wir das. Dann bauen wir uns jetzt aus. Das wird natürlich eine ziemliche Materialschlacht, ne? Was bist du denn für einer? Geht zum Schlitten. Genau, gehen wir zum Schlitten. So, die Moral geht so, hält sich in Grenzen. Leute, die Felder sind ja noch gar nicht abgeerntet. Ja gut, ich habe zu viele Aufträge jetzt verteilt. Ich habe zu viele Aufträge verteilt jetzt. Merkt man. Aber ja, wir kommen trotzdem durch den Winter. Wir haben so einen Nahrungsmittelüberschuss teilweise hier schon. So, und dann
Nochmal ein, defensiv, hält seine Plattform. So, einen noch. Hält seine Plattform und dann setzen wir hier unseren ersten Turm hin. So. Und dann geht das einfach hier nur noch weiter mit den Plattformen. Und eine Plattform noch. Hallo. Geht nicht. Geht nicht. Kaputt. Okay, aber so machen wir das jetzt. So, dann Flachs. Das müssen wir jetzt auch wieder machen hier. Nein. Und puff. So machen wir das jetzt. So, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier erstmal schön Kapazität 53 alle Arbeiten auszuführen. Und unsere Türme und alles zu bauen. Ach ja, die müssen ja einmalig bepflanzt werden und dann kommen die jedes Jahr wieder. Also die müssen nicht regelmäßig, das machen sie einmal. Und dann ernten sie die quasi dann von alleine ab. Die Felder stehen auf hohe Priorität und die stehen auf normale Priorität. Das reicht vollkommen aus. Das Wichtige ist immer das Getreide, weil wir brauchen das Getreide für Brot, Mehl und für das Stroh für unsere Viechers hier. Ne? So, und dann gucken wir auch in der nächsten Folge, wie das hier weitergeht mit unseren Megalithen. Wenn wir unsere Verteidigungsanlage gebaut haben, würde ich mal behaupten. Weil jetzt, ihr seht das schon, hier ist jetzt hier richtig, hier ist Trouble. Ist hier noch genug Holz zum Sammeln? Dann schicken wir nochmal drei Leute extra mit hin. Wir brauchen Stöcke. Ja, wir brauchen Stöcker. Ja, das war's dann erstmal an der Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. In der nächsten Folge bauen wir dann unseren Steinkreis. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.